Hi ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Heute geht es mal darum, worauf ich so achte, wenn ich in günstigen Ketten wie Zara und H&M einkaufe. Denn es gibt so ein paar Details, die günstige Teile schnell verraten. Also will ich heute meine Tipps mit euch teilen, wie ihr es schafft, dort Teile einzukaufen, die deutlich teurer aussehen, als sie eigentlich waren. Ja, auf meiner Kleiderstange habe ich heute nur günstige Teile. Ich will euch gleich mal zeigen, welche von diesen Teilen teuer und welche günstig aussehen und warum. Schreibt mir doch heute mal in die Kommentare rein, ob es bestimmte Kleidungsstücke gibt, für die ihr mehr Geld ausgebt als für andere. Das würde mich heute mal interessieren. Wenn euch mein Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich uploade jeden Freitag Fashion-Videos. Schaut auch bei meinem Instagram vorbei. Da habe ich auch ab und zu neue Videos bei Instagram TV und zeige euch einfach die Looks aus meinen Videos nochmal neu kombiniert. Tipp 1, achtet auf die Verarbeitung. Also vor allem auf die Nähte. Schaut darauf, sind die Nähte wirklich gerade, sind sie sauber oder ribbeln sie schon auf, wenn man sie anfasst, oder sind sie etwas wellig zum Beispiel, dann entstehen halt schnell Löcher in der Kleidung. Also Verarbeitung, Tipp Nummer 1. Tipp 2, greift lieber zu einfachen Teilen. Sowohl vom Schnitt her als auch lieber zu unifarbenen Teilen greifen als zu gemustertem. Die Schnitte, also aufwendige Schnitte, das kann eigentlich nur die Designer gut. Weil die Günstigkeiten einfach nicht so viel Geld reinstecken können, logischerweise. Und Muster, da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Also viele Muster von Günstigkeiten sehen auch günstig aus. Aber ich habe hier jetzt ein Gegenbeispiel. Diese Bluse ist aus einer Designer-Kooperation von H&M mit einer Designerin, die sich auf Muster spezialisiert hat. Und das Muster sieht wirklich sehr viel teurer aus, als es war. Ich glaube, die Bluse hat 17 Euro gekostet. Also es gibt immer auch Ausnahmen. Auch zum Beispiel dieser Rock, dieses Leo-Muster. Das ist ein sehr, sehr simples Leo-Muster und sieht dadurch auch kein bisschen günstig aus. Auch ist es nicht so diese typische Leo-Farbe, die ins Orange-Orangige geht, sondern eher ein Taubton, und das lässt das Ganze auch etwas teurer aussehen. Muster wirken dann günstig, wenn die Farben nicht so schön zusammengestellt sind. Also das Muster Farben enthält, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen, oder das Muster ist einfach viel zu wild, oder das Muster ist nicht so sauber gearbeitet. Also wenn man näher drauf guckt, dann sieht man, dass da so verschwommene Partien sind. Es sieht einfach irgendwie daneben aus. Und generell kann man eh sagen, dass simple, minimalistische Looks, auch monochrome Looks, also mit ähnlichen Farben von Kopf bis Fuß, immer teurer wirken als wilde Zusammenstellungen mit Teilen, die sehr detailverliebt sind. Tipp 3, auf Details achten. Also vor allem Details aus Metall verraten schon ein bisschen das Teil. Zum Beispiel bei den Reißverschlüssen. Also wenn ihr hier diese silbernen Reißverschlüsse habt, dann achtet darauf, dass die nicht zu scharfkantig sind, nicht zu hell glänzend und den Stoff nicht wellig wirken lassen. Denn das ist einfach ein Zeichen dafür, dass es sehr günstig war, und so sieht es dann auch aus. Man könnte jetzt natürlich auch den Reißverschluss austauschen lassen beim Schneider. Nach dem Kauf ist aber sehr aufwendig. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Das würde ich höchstens bei Knöpfen machen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Teil kauft und die Knöpfe sehen günstig aus, sehen sie nach Plastik aus, dann könntet ihr die auch austauschen durch Knöpfe aus Horn oder aus Metall. Kann man jetzt zum Beispiel bei Etsy kaufen und dann einfach austauschen. Das ist einfacher, bei einem Reißverschluss ist es schon komplizierter. Aber auch Metalldetails, wie zum Beispiel vor allem Golddetails, also die verraten halt sehr schnell ein günstiges Teil, wenn es nicht gut gemacht ist. Und ich finde, bei H&M muss man immer sehr aufpassen, vor allem bei dem Modeschmuck. Aber bei Mango und Zara finde ich, also sie kriegen die Goldtöne immer ganz gut hin. Hier schaut mal dieses Kettchen. Das ist halt nicht so gelblich-gold, sondern es ist etwas. Und es ist nicht so stark glänzend, es ist etwas matter und dadurch sieht es einfach etwas teurer aus. Die Tasche ist auch richtig gut gelungen, finde ich, im Chloé-Look. Also also achtet auf die Metalldetails, das ist so eigentlich das Allerwichtigste. Der nächste Tipp, greift zu teuer wirkenden Farben. Also zum Beispiel Cremetöne, Beige, Camel und kombiniert mit Schwarz. Was halt schnell günstig wirken kann, sind diese grellen Töne. Zum Beispiel Türkistöne vor allem. Die Designer kriegen diese Töne einfach immer viel, viel besser hin. Ich meine, man kann natürlich so einen Farbton jetzt kombinieren in einem monochrom wirkenden Look, zum Beispiel mit einem petrolfarbenen Rock, also dass man wieder so dieses Einheitliche von Kopf bis Fuß hat, dann kann das auch toll wirken. Ist aber viel, viel schwieriger. Also mit solchen Farbtönen seid ihr auf der sicheren Seite. Nächster Tipp, achtet auf die Materialien und greift zu Teilen den hohen Anteil an Viskose, Baumwolle, Leinen, aber auch Kunstfigurleder haben. Das sieht meistens auch recht gut aus im günstigen Bereich. Was halt schnell günstig wirkt, sind Teile mit einem sehr hohen Polyesteranteil. Es kommt immer drauf an. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Teil habt wie hier, das sehr, sehr stark glänzt, das ist so dieser typische Polyesterglanz. Das fühlt sich auch wirklich so nach Plastik an. Finger weg, würde ich sagen. Und auch wenn ihr einen Pullover zum Beispiel habt, wie den hier, der hat einen viel zu hohen Acrylanteil.
bezahlen. Ich finde, das sieht man einfach immer. Es sieht halt sehr nach Plastik aus. Also ein Pullover kann ja Acryl enthalten, aber der Anteil sollte halt einfach nicht so groß sein. Und ihr müsst natürlich ein bisschen euch durchprobieren. Wichtig bei diesen Chemiefasern halt, dass es sich gut anfühlt auf der Haut, dass man nicht so leicht ins Schwitzen kommt. Also am besten, wenn ihr sowas bestellt, zum Beispiel online, dann lieber mal 5 Minuten tragen und gucken, wie fühle ich mich daran eigentlich? Will ich das überhaupt den ganzen Tag dann tragen? Was ich zum Beispiel auch sehr gerne in den günstigen Ketten kaufe, sind einfach geschnittene Teile aus Kaschmir. Zum Beispiel diesen Rolli hier von H&M. Das ist so ein ganz dünner Kaschmir, der ist halt körperbetont. Das heißt, also da hat man auch keinen komischen Schnitt, wie man es halt manchmal bei den günstigen Ketten hat. Und die Farbe ist übrigens auch sehr gut. Es ist keine grelle Farbe. Es ist eine sehr gedeckte Farbe und das wirkt halt auch teurer als zum Beispiel sowas Grelles. Und diese Vorsicht bei Naturimitaten, damit meine ich Kunstleder und Kunstfell. Diese Jacke zum Beispiel hier aus Kunstleder hat H&M nicht so gut hingekriegt. Denn das Material ist einfach ein bisschen zu dünn. Also Leder ist einfach etwas dicker und robuster. Und dadurch, dass es so dünn ist, wälzt sich dieses Material so komisch. Es glänzt auch ein bisschen zu sehr. Das sieht auf gar keinen Fall nach Leder aus. Wer das immer gut macht, ist Sarah. Also die haben wirklich, aus meiner Sicht, das beste Kunstleder im günstigen Bereich. Dann auch Kunstfell. Da habe ich jetzt leider nichts dabei, aber da gibt es auch riesige Unterschiede. Also wenn es wirklich nach billigem Teddybär aussieht, Finger weg. Also schaut einfach, dass der Plüsch ein bisschen pelzartig wirkt, also etwas feiner ist, aber nicht zu fein. Nächster Tipp: in das Richtige investieren. Also es lohnt sich immer, in eine tolle Designerhandtasche zu investieren, die eher klassisch ist, oder in ein Statement-Piece, also dass man vielleicht auch die ganze Saison lang sehr gerne trägt. Zum Beispiel ein Designermantel, der richtig toll aussieht. Was sich aus meiner Sicht nicht lohnt, sind zum Beispiel Designer-Pumps. Also da greife ich eigentlich immer zu Pumps von den günstigen Marken, denn unbequem sind Pumps sowieso aufgrund der Absätze. Das liegt einfach an der Fehlstellung des Fußes. Es gibt vielleicht Pumps mit tollem Fußbett, aber am Ende des Tages tut der Fuß auch noch 2 Stunden weh. Also diese beiden habe ich mal bei Mango gekauft, die trage ich ständig. Und ich habe einfach darauf geachtet, als ich sie gekauft habe, dass sie richtig gut passen, dass sie halbwegs bequem sind, zumindest am Anfang. Irgendwann tut der Fuß halt weh. Wo ich eher Geld investieren würde, wäre zum Beispiel ein guter Winterstiefel mit einem guten Fußbett. Oder Stiefel, die ich halt wirklich länger trage. Also ich habe das Glück, dass ich nicht auf solchen Pumps rumlaufen muss den ganzen Tag. Früher habe ich das gemacht. Ist immer Natur. So, nächster Tipp: Destroyed und Distressed-Teile eher vermeiden. Also mit Destroyed meine ich halt so löchrige Jeans. Die habe ich mir vor, ich glaube, 3 Monaten gekauft. Das Loch hier wird einfach immer größer. Das passiert einfach so schnell. Und schwupps ist es so groß, dass es einfach komisch aussieht. Und dann trägt man die Jeans nicht mehr. Dann Distressed-Effekte, also ja, Abnutzungseffekte einer Jeans. Das kriegen die günstigen Hersteller meistens nicht so gut hin. Es gibt Ausnahmen, aber ich würde halt eher zu Jeans greifen, also wie zum Beispiel hier dieser Denimrock. Der hat überhaupt keine Abnutzungseffekte, einfach eine sehr gleichmäßige Waschung. Sieht immer teurer aus als Distressed-Effekte. Der nächste Tipp ist für mich eigentlich der wichtigste, und zwar die Passform. Achtet auf eine gute Passform. Wir sind alle so unterschiedlich gebaut, dass es ein riesen Zufall wäre, wenn Teile, die wir von der Stange kaufen, perfekt passen würden. Deswegen kalkuliert immer den Schneider mit ein und lasst euch die Sachen wirklich auf den Leib schneidern. Also wenn man hier und da so ein paar kleine Änderungen macht, das macht wirklich einen riesen Unterschied im Look. Und auch hier gilt wieder, je einfacher die Schnitte sind der Teile, die ihr in den Günstigketten kauft, desto leichter lassen sie sich beim Schneider auch ändern. Beim nächsten Tipp geht es nicht um die Teile selbst, sondern das, was man drunter trägt, unter günstigen Teilen. Und zwar sollte man lieber ein bisschen mehr Geld in perfekt sitzende Unterwäsche investieren. Dann sehen die Teile, die man drüber trägt, auch gleich teurer aus. Denn wenn man einen BH sieht oder einen Slip, der sich abzeichnet unter einem engen Kleid zum Beispiel, das lässt den ganzen Look immer etwas günstiger wirken. Also da lieber in richtig gut sitzende Unterwäsche investieren. Vor allem, wenn man einen größeren Busen hat, ist es wichtig, dass der BH gut sitzt. Bei einem kleineren Busen kann man auch mal zu einem BH aus den günstigen Ketten greifen, aber bei einem großen Busen würde ich auf jeden Fall ein bisschen was ausgeben. Nächster Tipp: die Pflege der günstigen Teile. Also vergesst nie, die Teile zu bügeln, denn Falten lassen einen Teil immer günstiger aussehen, als wenn es schön glatt gebügelt ist. Dann Flecken entferne ich immer sofort. Also ich versuche auch Teile nicht zu oft zu waschen, sondern wenn ihr einen Fleck habt, da wirklich punktuell ranzugehen. Ist natürlich auch einfacher im Winter, wenn man etwas drunter trägt, dann sind die Sachen auch nicht so schnell durchgeschwitzt. Auch wenn jetzt ein Pulli pillt, da gehe ich immer mit dem Fuselrasierer, dieses Pilling lässt halt auch den gesamten Look direkt günstiger.
Dann nächster Tipp, die richtigen Accessoires zu den günstigen Teilen tragen. Also wenn man jetzt eine Designer-Handtasche hat oder eine teure Uhr, dann lässt das seinen Look natürlich immer etwas luxuriöser wirken. Wenn man das aber nicht investieren will, dann kann man einfach filigranen Goldschmuck tragen, der gut gemacht ist. Also Modeschmuck, der gut gemacht ist, trage ich eigentlich immer super gern, wie so Kettchen oder feine Armbänder. Ist alles Modeschmuck, bis auf meine Ringe, aber lässt einen Look immer diesen Tick luxuriöser wirken. Mein letzter Tipp, abonniert meinen Kanal. Ich zeige euch jeden Freitag in meinen Videos erschwingliche Teile, die aber nicht günstig aussehen. Also ich achte immer sehr darauf, dass die Teile teuer wirken. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und schreibt mir doch heute mal in die Kommentare, ob ihr auf bestimmte Dinge achtet, wenn ihr günstige Teile einkauft. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, nächsten Freitag. Bis dann, ihr Lieben, habt eine gute Woche. Tschüss!